So, heute die DSR-Upgrades von logischerweise der DSR, die es ja so gibt. Also im Dye Lab gibt es jetzt hier neu den Bolt DSR FlexFace. Bolt DSR FlexFace Flow. Warum es auch Bolt heißt, weiß ich nicht. Oder ob es nur da so drauf steht, ich kann es euch nicht sagen. Auf der Verpackung steht. Okay, das ist nur der Aufkleber auf der Verpackung. DSR Flex Flow Can heißt es so. Also, heute die DSR Flex Flow Can, DSR Soft Tip Bolt. Und als Schmankerl sollen wir noch, haben wir noch dazu bekommen, einen DSR Sky Grey Dust, auch aus dem Dye Lab. Es gab ja mal die Gratis-Druckvorlage, wo man sich einige Träger selber drucken konnte. Und die werden halt auch aus Aluminium angeboten von Dye. Kann man sich für eine schmale Mark, ich weiß nicht, was es kostet, entschuldigt das bitte, aber dazu kaufen. Mir persönlich lieber als so eine Plastikkacke, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich meine, wenn ich mir schon so ein Metallteil kaufe und dann so ein Plasteding da dran mache, den ich vielleicht noch abbreche oder so, dann ja, ich bin da halt eher der Freund von der Aluminiumgeschichte hier. Wir werden das gleich auspacken, ausprobieren, wir werden gucken, wie sich das verhält, der Unterschied wie zur Original. Und dann werden wir das auch noch verbauen. Ja, und damit fangen wir jetzt einfach mal an. So, kommen wir zu den Dye Lab oder den DSR Upgrade Parts aus dem Dye Lab. Wir fangen an mit dem Trigger, die beiden weg. Zack, den wollen wir natürlich auch irgendwo einbauen. Wir nehmen aber hier schon mal den Bolzen raus, den brauchen wir jetzt auf gar keinen Fall. Dazu haben wir hier von der Gentifee, dem Gentifee sein Schießgewehr, sein Markierer auf den Laden. Da wollen wir jetzt mal den neuen Trigger einbauen. Er möchte das so, dann machen wir das. So, Batterie ist schon raus. Griffschalen ab. Ist noch Dreck dran. Nicht ordentlich geputzt. So, auch hier, bis es knack macht. Dann kann man hier wieder vorne drunter fassen. Ja, die Griffe wollen nicht ab. Es geht super schwer. Ich weiß nicht. Ah, da, jetzt haben wir eine. So. Hier auf der Seite machen wir es auch lose. Oben hinten drunter fassen. Bisschen nach unten den ganzen Laden. Oh. Oh. So, da ist es draußen. So, ja, sieht aus wie Lumpi hier. Das müssen wir erstmal ein bisschen den Dreck wegmachen, bevor das hier weitergeht. So können wir das ja nicht zurückgeben. So, als nächstes, der Körper muss ab, der Body. Wir müssen ja den Träger ja, ein bisschen nach oben bewegen. Also Body ab. Da trennt sich der Laden. So, wie ist denn das hier aufgehangen? Okay. Das ist. Wir packen den neuen Träger mal schnell aus. Hier auch die. Oh, fühlt sich ganz gut an. Ja, hier so raus müsst ihr aufpassen. Hier die Feder, ne, dass sie euch nicht abhaut. Jetzt vis-à-vis. Es ging sehr schnell raus. Das hat mich gewundert. Jetzt müssen wir hier vis-à-vis den anderen Träger da wieder einbauen. Also, die Feder gehört da drüber. Jedenfalls war sie es gerade.
Mal schauen, dass wir das hier ein bisschen da. Da ist sie. Und ach guck, da ist auch schon das Loch für den Haltebolzen oder für die Halte für das Lager. Wo ist der passende Imbusschlüssel? Hier. Und nicht so weit rein. Ho, fertig. So, easy. Easy, easy, easy. So. Der kann weg. So. Jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Als erstes muss erstmal der Körper wieder an den Griff ran. Ja, das. So. Griffschalen wieder dran. Okay. Ja, wir machen Batterien auf jeden Fall wieder rein. So, Trigger ist dran. Als nächstes kommt der Bolzen. Das an der Seite. Ne, wir machen das mal hier so nach oben. So, zack. Da haben wir schon rausgeholt. Hier sind die beiden Teile. Die packen wir jetzt erstmal aus. Oh. Der neue Bolzen. Ersatz. Flex Soft Tip. Steht hier noch irgendwas? Replacement Parts. Nö, wird auch einfach nur ausgetauscht. Die kennen noch dazu. Flow Control O-Ring. Das ist, wenn man die Sachen nebeneinander hält, hier schon mal der signifikante Unterschied, der Flow Control O-Ring. Und hier hinten. Da fehlt auch was. Nee, Quatsch. Das geht ja nur bis dahin. Also, der Flow Control O-Ring ist neu. Ja. Wie wird das Ganze ausgetauscht? Das geht relativ simpel. Die Can ab. Den Bolzen raus. Hier müssen wir erstmal beigehen. Das ist ein guter Knarrenschrupp. Da mal ein bisschen was ran machen. Die sind ja furztrocken, die Mopeds hier. Schön saugend, schmatzend. Ja, viel hilft viel, sagt der Andi immer. Was zu viel ist, kommt vorne raus. Wer gut schmiert, der gut fährt. Oder wie es im Werner-Film heißt, denk immer daran, mit dem Öl nicht sparsam sein. Aber wir nehmen ja eh gar kein Öl, wir nehmen Fett. Oh, das geht aber schwer. Oh, jetzt verdammt. Eine chinesische Fingerfalle. Oh, so, da ist er durch. Das Ganze kommt hier wieder rangeschraubt. Und wieder dran gesetzt. Das war es schon. Wir gucken mal, ob es dichte ist, was wir da zusammengebastelt haben. Dann nehmen wir uns noch mal eine Flasche. Der Huni nimmt schon Abstand. Wahrscheinlich hat er Angst. Es hört sich dicht an, müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ich halte das mal hier so ans Mikro.
Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie es klingt. An. Augen aus. Es knallt. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. So, wieder aus. So, das sind die unterschiedlichen Teile. Wo ist denn da überhaupt der Unterschied? Wodurch unterscheiden die sich denn? Huch, komm zurück. Also, wie ihr sehen könnt, die Farbe, das hat natürlich mit der Funktion nichts zu tun. Ansonsten ist hier der Unterschied, dass gewichtsmäßig, ich wiege sie jetzt nicht, würde ich fast sagen, wiegen die ungefähr gleich viel. Ihr habt jetzt hier einen Soft-Tip dran, was im Gegensatz zur, ich nenne sie jetzt mal, zum Hard-Nose-Bolt, ja, ein Loch nur noch. Hier ist so eine Art Venturi und hier außen dieses Gummi dran. Also, es ist etwas weicher. Ihr seht es hier. Es sollte schon zu brüchiger Paint etwas weicher sein. So, halt, jetzt haben wir es hier vertauscht. So rum gehört es. Das ist das Alte. Wenn man es jetzt zusammen sitzen hat, dann ist es ja so, dass wenn der Bolzen hier nach vorne fährt, also er sitzt ja wieder so ein bisschen nach vorne und wird dann durch das Beaufschlagen in diesen Löchern etwas zurückgedrückt. Und wird hier passiert genau das ähnlich der M3 Plus. Das, was er hier, das kommt noch, die Stange kommt ein bisschen nach hinten und dann strömt er ja quasi die Luft durch. So. Was passiert hier genau? Der Unterschied, ihr seht ihn hier schon. Es ist ein O-Ring sitzt hier und die, wenn wir zählen, eins. Also es ist nach wie vor das gleiche Loch, das könnt ihr mir glauben, wenn ich den jetzt hier so rum und so rum drehe. Es ist nur ein Loch, in der alten Version ist ein Loch hier und ein Loch auf der anderen Seite. Das Loch ist noch da, das Loch hat nur einen anderen Platz gefunden und zwar, wenn man hier reinschaut, dann seht ihr, das Loch ist jetzt an dieser Stelle. Ich nehme jetzt mal was Spitzes, dass ich euch das mal zeigen kann. Und da kann man jetzt hier so sehen, ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich es auch sehen kann. Ich könnte jetzt diesen O-Ring, na, seht ihr hier? Oh, da bin ich schon draußen. Der verschließt hier quasi ein Loch. So, dies soll wohl bewirken, dass, oh, geht wirklich sehr straff rein. Jetzt hängt mein Finger da wieder in dieser chinesischen Fingerfalle fest. Das hier ist eine andere chinesische Fingerfalle. Wenn der Bolzen nach vorne fährt, dass hier in diesem Bereich, hier ist ja verschlossen, mit diesem Segment hier, ne, wenn ihr das hier so seht, das hinten abdichtend, dass wenn der Bolzen nach vorne fährt und hier quasi einen Unterdruck hier nachlüften muss über nur ein Loch und den O-Ring, der vor dem Loch ist, langsamer nachlüftet. Das heißt, es wird wahrscheinlich langsamer nach vorne gehen, softer. Das heißt, der erste Kontakt mit dem Bolzen, mit dem Ball ist, ja, smoother. Und beim Zurückfahren, die Luft, die ja hier in diesem Zwischenraum, so kann man es nicht sehen, so,
sich einschließt, muss ja auch wieder durch diese Lüftungslöcher hier raus, weil es ist ja durch Dichtungen abgedichtet. Und durch ein Loch und das andere quasi halb verschlossen durch den O-Ring, da entweicht natürlich trotzdem noch was, langsamer hinten auf den Bumper schlägt, auf diesen Bumper-O-Ring. Also ihr werdet es merken, dass es sollte merkbar sein, dass der Markierer weniger Kick hat. Das ist der ganze Kasus Knacktus von der ganzen Geschichte. Ob sich das akustisch bemerkbar macht oder sie jetzt dann weniger schießt, weniger laut schießt, das kann ich jetzt so nicht sagen. Das kann ich leider auch nicht ausprobieren, aber das Schussgefühl beim Ende des Schusses, der Kick sollte geringer sein. Ja. Okay, jetzt sollte ich das ja hier einbauen. Das haben wir gemacht. Jetzt kommt der Laden hier rein. Gefettet ist auch. Die Sachen gehen wir zurück. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.